An den Aktienmärkten ist es zuletzt doch eher ruhig zugegangen, aber manche spricht dafür, dass wir einen regelrechten Börsensturm in diesem Oktober erleben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche zum Ausblick auf das, was vielleicht relevant werden könnte. Heute letzter Tag des Quartals. Da könnten wir noch mal Window Dressing sehen, da könnten wir noch mal so ein paar Adjustierungen sehen, aber dann dürfte es richtig losgehen mit dem Oktober. Und der Oktober ist nicht ganz unberüchtigt an den Märkten. Wir schauen uns mal an, was da eigentlich normalerweise so passiert. Hier haben wir die Standardabweichungen in Sachen Volatilität, die beim Oktober immer wieder besonders krass sind. Wir haben etwa gut eine Abweichung von knapp 1,5, die anderen Monate deutlich geringer. Wir sehen aber, dass dann immer zum Jahresende hin die Volatilität anzieht. Im Oktober ist sie besonders krass. Schauen wir uns mal diese Statistik an. Da sehen wir, dass wenn der Oktober positiv ist, in den letzten 20 Jahren ist er durchschnittlich um 4,6% positiv, so stark wie sonst in keinem anderen Monat. Und wenn er negativ ist, ist er mit den 3,78% auch relativ kräftig. Und wir haben, wenn wir uns mal die 10 krassesten Abverkaufstage an der Wall Street in den letzten 780 Jahren anschauen, dann sehen wir, dass die 3 stärksten Abverkäufe jeweils im Oktober passierten. Dann kam einer im November, die 2 anderen dann auch im Oktober. Also wir haben alleine die Hälfte aller der heftigsten Abverkäufe sind im Oktober passiert. Das ist schon eine signifikante Häufung. Warum ist das so? Goldman Sachs erwartet auch für diesen Oktober jetzt der Volatilität, aber man sagt, naja, das ist so die Rebalancing des Portfolios von größeren Playern zum Jahresende hin. Die sehen, dass eben die Volatilität 25% höher ist, durchschnittlich seit dem Jahr 1928. Und dass das eben besonders für Tech-Werte und für Healthcare, also Gesundheitsaktien, gilt. Wir glauben, dass die höhere Oktober-Volatilität mehr ist als nur Zufall, sondern dass das eben eine kritische Periode für viele Investoren und Firmen ist. That manage performance to calendar year end, also praktisch Kalenderjahresende. Das könnte einer der Gründe sein. Schauen wir uns mal jetzt erstaunlicherweise an, wo wir aktuell stehen. Und dann sehen wir, dass wir letztendlich, das wollte ich nicht zeigen, das wollte ich auch nicht zeigen, wo haben wir es? Dass wir letztendlich da stehen, wo wir vor einem Jahr gestanden sind. Das ist wirklich unglaublich. Am 2. Oktober 2018 hat der Dow Jones damals seinen Allzeithoch gemacht, 26.824 Punkte. Jetzt am Freitag haben wir bei 26.820 Punkten geschlossen, also praktisch auf identischem Niveau. Der S&P 500 hatte am 21. September 2018 ein neues Allzeithoch bei 2.941. Jetzt haben wir das Tief gesehen bei 2945 am Freitag. Also es ist praktisch nicht viel passiert, was die großen Indizes betrifft. Unter der Oberfläche ist wahnsinnig viel passiert, aber die Kursstände haben sich nicht besonders bewegt. Und wir sehen das vor allem hier Small Caps und Transports, die Laggards, also die Nachläufer, sind 9 bzw. 11% unter den Niveaus des letzten Jahres. Das heißt, nur die größeren Indizes, die größeren Werte haben sich da gehalten, wo sie jetzt eben auch schon vor einem Jahr waren. Aber wenn wir uns vor einem Jahr mal anschauen, was ist da passiert? Da haben wir gesehen, dass wir dann in den Oktober nochmal reingestiegen sind. Und dann kam die erste Welle dieses herben Abverkaufs im Oktober, November dann nochmal ein bisschen was nach oben, Dezember 2018, dann ging es massiv nach unten. Das war sozusagen dann der Auftakt im Oktober für einen wirklichen Börsensturm. Sie erinnern sich vielleicht, im Dezember, da hat es richtig gekracht, aber auch im Oktober war es letztes Jahr ziemlich kräftig und wir haben letztendlich ein bisschen ein ähnliches Muster derzeit aufgebaut. Mal sehen, ob sich die ganze Geschichte wiederholt. Wir haben ja sehr viele Risikofaktoren. Wir haben Handelskrieg. Da ist jetzt die folgende Situation zunächst mal zu nennen vielleicht. Da hatten wir Äußerungen des Finanzministeriums in den USA, die gesagt haben, die Administration überlegt nicht, chinesische Firmen zu blocken vom Listing an US-Aktienmärkten. Derzeit überlegt man das nicht, aber der ganze Komplex, der am Freitag da aufgetaucht ist in Sachen neue Maßnahmen gegen China, ist viel umfangreicher, statt eben hier neue Listings nur bei chinesischen Aktien. Da ging es ja auch um Delistings, dass man praktisch chinesische Aktien runternimmt vom Markt. Nasdaq selber hat jetzt mitgeteilt, man hat die Bedingungen sehr, sehr stark verschärft gegenüber neue IPOs von kleineren chinesischen Firmen. Auf der anderen Seite aber auch gesagt, naja, wir sind zu allen
gleich. Wir schaffen für alle die gleichen Bedingungen. Apropos Bedingungen, wir sehen hier heute Daten aus China. Einkaufsmanager-Index, Industrie, sehr wichtig. Mit Erholung, bester Wert seit 18 Monaten. Allerdings hier der Kaixin, hier der offizielle Einkaufsmanager-Index, allerdings nach wie vor knapp unter der 50er-Marke. China wird sich ja jetzt erstmal in eine goldene Woche verabschieden. Morgen ist die große Feierlichkeit zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Und dann ist erstmal eine Woche komplett Schluss. Da wird an chinesischen Märkten gar nichts mehr passieren. Handelskrieg deswegen erstmal so ein bisschen kaltgestellt. Liu He kommt am 10.11. Das ist sozusagen eine Thematik, die derzeit natürlich eine Rolle spielt. Dann das Impeachment-Verfahren Donald Trump. Da dürfte Volatilität bald voraus sein, wieder mal. Die Faktoren sind durchaus zahlreich, die hier zu nennen wären. Schauen wir uns jetzt die Dinge mal an, wie sie sich darstellen in den Charts. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Da sehen wir diesen Abverkauf, der am Freitag stattfand, aufgrund dieser Meldungen in Sachen Delisting chinesischer Firmen, in Sachen Investitionsbeschränkungen, vor allem von Pension Funds, von Pensionsfonds amerikanischen in China. Dementsprechend gab es da Verunsicherung. Dann haben wir uns in den Freitag oder am späten Freitag nochmal erholt. Dann haben wir mit einem Gap nach oben geschlossen, weil eben hier das Finanzministerium so eine etwas schwammige und nur einen einzigen Punkt betreffende Erklärung gegeben hat, die ich gerade vorgelesen habe. Dann ist das zunächst mal wieder runter, dann wieder rauf, jetzt wieder ein bisschen runter. Also die Asiaten verabschieden sich jetzt erstmal in die goldene Woche, wenn sie Chinesen sind. Schauen wir uns den S&P 500 an. Sehen wir dieses Muster nach wie vor. Kommen wir nicht über die 3020-25er-Zone. Nach unten wollen wir aber auch noch nicht. Der Oktober wird die Lösung bringen wahrscheinlich. Wir sehen hier den DAX 12.360 Punkte. Die Charts von Capital.com. Wir sehen den Euro, der wieder so ein bisschen abperlt, 1,0936. Wir laufen seit Tagen auf diesem niedrigen oder seit einiger Zeit auf diesem niedrigen Niveau seitwärts. Wir sehen der Goldpreis wieder deutlich unter der 1500er Marke und wir sehen Crude Oil jetzt ein bisschen unter Druck, $55 und 73. Also, wir haben Risikofaktoren, wir haben Hoffnungsfaktoren, Fed auf der einen Seite, Handelskrieg auf der nächsten Seite, da sind sozusagen positive Überraschungen auch möglich. Dann kommen wieder Jubelmeldungen, geht es wieder nach oben. Derzeit erleben wir aber eigentlich einen volatilen Seitwärtsmarkt mit leichter Tendenz zur Schwäche in den letzten Tagen. Der Oktober dürfte jetzt nochmal richtig reinknallen. Da dürfte es nochmal turbulent zu gehen. Wir werden diese sehr ähnlichen Schlussstände etwa beim S&P 500 jetzt nicht noch länger sehen. Heute nochmal Window Dressing vielleicht angesagt. Der großen Player, die kaufen nochmal das, was gut gelaufen ist. Aber wir dürften dann in der zweiten Oktoberwoche, haben wir auch historisch gesehen oft ziemlich schwere Stürme an den Märkten. Mal sehen, was heute respektive jetzt dann in den nächsten Tagen passiert. Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in diesem Tag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.